einem neuen Video. Ich bin die Kerstin von Kerstins Backstube und wir backen heute einen Apfel-Blechkuchen. Ja, ich weiß, den gibt es schon öfter, aber ich wollte euch einfach mal meine Variante zeigen. Wir können dann auch gleich loslegen. Also ich habe 1 Kilo Äpfel, ich habe Boskop, aber nicht so groß. Guckt mal, dass ihr ein bisschen kleinere oder so mittlere halt bekommt. Dann habe ich hier 500 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver. Dann brauchen wir eigentlich 2 Vanilleschote, also es mag davon. Ich habe mir hier so Vanillepaste gekauft und das sind dann 2 Esslöffel voll. Dann brauchen wir dann hier 6 Esslöffel Rum, wahlweise dann halt auch Apfelsaft. Dann habe ich hier 6 Eier, die habe ich schon getrennt. Dann habe ich hier 40 Gramm so Mandelplättchen, habe ich 125 Milliliter Milch. Dann habe ich hier 300 Gramm Zucker und 375 Gramm Butter. So, den Backofen habe ich vorgeheizt, wie ihr sehen könnt. Ober- und Unterhitze 175 Grad. So, als nächstes die Butter und den Zucker zusammen so 2 Minuten verrühren. So, das habe ich jetzt 2 Minuten lang rühren lassen. Jetzt gebe ich halt 2 Esslöffel von der Vanillepaste dazu. Wie gesagt, wenn ihr das nicht habt, 2-mal Vanilleschote, es mag herauskratzen und Krater zugeben. So, jetzt können wir die Eigelbe, also nur die Eigelbe, nach und nach unterrühren und auch so 2 Minuten hinrühren lassen. So, Mehl und Backpulver habe ich jetzt gemischt. Ich habe das ein bisschen runtergestellt. Das kann man dann dazu geben und dann wird das 2 Minuten verrühren lassen. So, nachdem ich dann wieder 2 Minuten verrührt habe, die Milch hinzufügen und dann noch einmal 2 Minuten rühren lassen. So, nachdem das jetzt gerührt hat, können wir die 6 Esslöffel Rum oder wie gesagt Apfelsaft können wir gerade probieren. So, nachdem wir das dann gemacht haben, ich habe es jetzt umgefüllt in eine große Schüssel, weil wir jetzt die 6 Eiweiße richtig steif schlagen und dann unterheben. So, während das Eiweiß hier steif schlägt, ich stehe ja neben dran, habt ihr bestimmt schon gesehen, können wir die Äpfel bereiten mit einem Apfelschäler durch den Klemm drauf mache. Apfelschäler. Halbieren. Viertel. Dann machen wir die Schale, machen wir dann ab. Und dann schneiden wir den Apfel gleich noch ein bisschen ein. So, die Äpfel, die habe ich jetzt so längs eingeschnitten. Halt nicht ganz durchschneide, sondern halt nur so eingeschnitten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr sie jetzt auch noch ein bisschen mit Zitronensaft beträufeln. Habe ich aber jetzt weggelassen, weil wir die Äpfel ja sofort wieder brauchen. So, ich habe mir jetzt ein Backblech geholt, wie ihr vorhin schon gesehen habt. Da habe ich mir jetzt ein bisschen Margarine drauf gegeben. Und das könnt ihr dann so ein bisschen schön verteilen, dass alles schön eingerieben ist. Also der Eischnee, wie ihr sehen könnt, ist steif geschlagen. Und das können wir dann unter die Masse ganz vorsichtig unterheben. So, das Blech haben wir jetzt eingefettet, wie ihr seht, und jetzt können wir, wie ihr auch dann noch unschwer erkennen könnt, habe ich alles gut untergerührt, gehoben, und das können wir dann auf dem Blech verteilen. So, wie ihr sehen könnt, haben wir das auch alles schön gemacht, wackelt und rutscht nichts, gar nichts. Ich habe die Äpfel jetzt so verteilt, als ob man durch Kuchenstückchen da draus schneiden möchten. Und natürlich habe ich für mich das Wichtigste vergessen, Zimt. Und das streuen wir dann gerade, ich habe jetzt gerade ja, so Fläche halt. Und das streuen wir dann gerade noch ein bisschen drüber. So, der Kameramann war ein bisschen schnell. Okay, also wie gesagt, ich habe jetzt gerade ein bisschen Zimt drüber gestreut. Versucht, dass ihr den Apfel halt nicht so... Okay, also ich habe den Mandelplätscher jetzt, die können wir jetzt dann außenrum halt ein bisschen verteilen. Angeröstet habe ich sie jetzt nicht, weil der Kuchen halt 50 Minuten jetzt backen muss. Und daher habe ich mir das jetzt erspart. So sieht es dann aus. Also bei mir ist es eigentlich immer richtig lustig. In die mittlere Einschubleiste, 50 Minuten, mach die Stäbchenprobe. Also mein Kuchen, wie ihr sehen könnt, ist fertig, er hat auch wirklich genau 50 Minuten gebraucht und den können wir jetzt beiseite stellen und kalt werden lassen. So, also wenn ihr wollt, könnt ihr das halt jetzt noch mit Butterzucker bestäuben. Das mache ich dann noch. Wenn es geht, lauwarm servieren. Wenn ihr wollt, oder wenn ihr halt eine Runde machen wollt, gerade
das Rezept halbieren. Vielleicht mit ein bisschen Eis. Vanillesoße schmeckt sehr gut. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bilder kommen dann noch. Bleibt weiterhin dran. Es kommen noch ganz viele Videos. Bis dann. Tschüss, eure Kerstin.